Guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg nach Münster zur Epicon. Die Anki ist gerade tanken, die kommt gleich wieder. Ja, und ich bin schon ganz gespannt, wie das wird, denn auf der Epicon waren wir noch nie. Das ist jetzt unser erstes Mal. Und ich habe mich spontan dazu entschlossen, mein neues Steampunk Ariel Outfit zu tragen. Das war eigentlich gedacht für den Steampunk-Jahrmarkt in Bochum. Da werde ich das auch tragen. Aber da der André heute nicht mitkommt, war mir die Hela jetzt zu kompliziert. Weil da tut mir der Kopf zwischendurch mal weh und dann muss ich den Helm abnehmen. Und der konnte mir immer besser dabei helfen. Und jetzt, wo wir nur zu zweit fahren, ist das etwas angenehmer. Ja, wir sind jetzt erstmal ein Stündchen unterwegs und dann lassen wir uns mal überraschen. Nach etwas über einer Stunde Autofahrt sind wir dann auch endlich in Münster angekommen. Es gab insgesamt zwei Hallen und einen Saal, in denen die Hauptbühne stand. Es war sehr überschaulich, es war nicht zu voll, es wurde nicht gedrängelt. Die Leute waren alle sehr nett. Es gab Programm ohne Ende. Man konnte sehr viel anschauen. Zum Shoppen gab es natürlich auch en masse alles sehr japanisch angehaucht, von süßen Plüschis über Schnickes und Schmuck. Jede Menge war dort zu haben. Die Cosplayer dort waren natürlich auch wieder mein Highlight überhaupt. Man hat so ausgefallene tolle Kostüme gesehen. Und damit ihr uns jetzt auch mal in voller Pracht sehen könnt, haben wir das auch mal kurz aufgenommen, meinen schönen Tank, den ich mit meinem Papa zusammengebaut habe. Ja, da läuft jemand durchs Bild. Und Anki als Schamanin, ihr habe ich das Headpiece gebaut in meinem Urlaub. Und hier ist dann der Saal, in dem sich die Hauptbühne befand. Dort sollte um 14 Uhr der Cosplay-Contest stattfinden. Wir waren um 13:30 dort, um gute Plätze zu bekommen. Leider ist dieser Contest verspätet erst angefangen. Nach 45 Minuten Wartezeit hatten wir aber keine Lust mehr und sind gegangen. Ich kann euch nicht sagen, wann er endlich losgegangen ist und wer gewonnen hat. Ich hätte es gerne gesehen, aber wir hatten keine Geduld mehr, weil wir auch einen sehr weiten Weg hatten und irgendwann dann auch mal nach Hause wollten. Ende für uns, wir gehen jetzt nach Hause. Oh ja, und was essen? Ja, wir haben mächtig, mächtig Hunger. Es ist eine sehr kleine Convention. Zwei Hallen und ein Cosplay-Contest, den wir nicht gesehen haben, weil der mindestens für eine halbe Stunde, wenn nicht mehr, verspätet wird. Also wir sind nach 45 Minuten, wo der schon zu spät war, aufgestanden und gegangen, weil wir keine Lust mehr hatten, da zu sitzen. Ich weiß nicht, wie spät er im Endeffekt dann doch noch stattgefunden hat oder auch nicht. Ansonsten, ja, man konnte halt viel Schnickes kaufen, so japanisches Kawaii. Kram, Gedöns. Ich glaube, wir haben uns jetzt beide gar nichts geholt, oder? Hast du dir was geholt? Nein. Nein, jetzt ist auch nichts gut. Ich habe mir auch nichts geholt. Es war eigentlich eine ganz süße Convention, aber ich weiß nicht, ob sie mir 20 € Eintritt wert ist. Ich glaube eher nicht. Und ja. So viel zur Epicon. Danke. Nein, danke. Ich Dahinter muss jetzt leider auflegen, weil ich habe ein Haar im Gesicht und es ist kalt und ich bin froh, wenn wir im Auto sitzen und was zu essen haben. So, tüdelü.